Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Together Kram. Und wenn ich mir das so anschaue, dann sieht das gar nicht mal so gut aus. Ja. Oh, wir haben ein Glücksei. Wie geben wir das denn? Gebe ich mal noch niemanden. Aber den EP-Teiler, den bekommst du. Und dafür bekommt der Laubhaufen das Münzamulett. Weil, ja. Pikolente hier einzusetzen, das ist eher eine schlechte Idee. Level 32. Und ich habe vergessen. Mir hier das Poké-Wiki aufzumachen. So. Weil wir werden heute nämlich ein Teammitglied fangen. Joker hat es nämlich offensichtlich nicht gefangen. Ja. Scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen. Hypertrank, genau. Nee, erstmal doch lieber den Supertrank aufbrauchen. So, einmal und noch einmal. Wunderbar. Dann Tausch. Und raus hier. Gut. Zapladin, das kann man hier in der Elektrolithöhle fangen. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von... jetzt ist die Frage, auf welcher Etage befinden wir uns? U2 ist 8%, U1 ist... Und im Erdgeschoss ist dann nur... Schieß mich tot. 2%. Aus diesem Grund werde ich auch keinen Schutz hier benutzen. Batzapf. Also ich werde hier heute keinen Schutz benutzen. Das, ja. Bei jeder Chance sollte man nutzen. Und das war das, dieser Mist mit den Kristallen. Ich glaube, wir sind noch relativ weit oben, kann das sein? Oh! Hallo Zapladin! Ja, der Zappel in der Aal. Boah. Ich setz mal Laubklinge ein. Wobei, Pflanze auf Elektro? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Na gut. Doch, nö. Was wollten ihr? Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genügend Daten beisammen. Diese Höhle existiert auch schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Wo kommen die Pokémon? Wohin gehen sie? Wenn ich Antworten auf diese Fragen finde, könnten wir in noch größerer Harmonie zusammenleben mit ihnen. Davon bin ich fest überzeugt. Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum diese großartigen Geschöpfe überhaupt mit uns abgeben. Was? Ja, wie auch immer. Sedimantur. Sedi in der vollen Montur. Nee, komm, wir bekämpfen hier mal absolut gar nichts. Ach nö. Toll. Das wollte ich jetzt nicht, du. Egal. Ja. Yeah.
Ich mache einfach mal drauf los. Man kennt es ja. Hier dieses Soos. Natürlich hat er Robustheit, war ja natürlich so klar. Ja komm, dann haben wir jetzt noch einen Slam drauf und dann hat es sich mit dir erledigt, Freundchen. Musst du verstehen? Bist am Arsch, Junge. Staripoli. Ich wechsle mal auf Picolente. Gute Idee, wenn Joker jetzt nicht die Flugattacken... Ja gut, das kann fliegen, von daher. Geringstes Problem. Aua. Komm, jetzt noch ein Blubstrahl und dann war's das. Wunderbar, dankeschön. Tschüss. Ja, damit bist du auch erstmal über den Berg. Wieso, warst du am Verrecken oder was? Ah, ein neues Tanzer. Kastadur. Nee, danke, du. Auf dich habe ich jetzt gar keine Böcke. Huch. Komm mit. Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet die Plasma auf dich. Wow. Ein Hyper-Hyper-Trank. Na so's. Eine Forscherin. Darauf habe ich jetzt auch gar keine Böcke. Klick. Nee, danke. Auf Klick habe ich überhaupt keine Lust. Ich hätte den anderen Stein anstoßen müssen, dann wäre ich an das Item rangekommen. Boah, halt die Fresse, Klick. So, wie ist es nochmal? Nur in der untersten Etage, das ist die höhere Erscheinungsrate. Gott, bin ich blöd. Egal. Machen wir erstmal die Forscherin Tina. Und die setzt was. War ja klar. Es war ja klar. Na? Jean. Egelsamen dann. X-Spezial. Du wurdest bepflanzt. Megasauger. Da sollte sich das Problem auch bald gelöst haben. Oder auch nicht. Mhm. Ja. Immerhin mache ich konstanten Schaden. Das ist schon mal was. Wunderbar. Klick Diskus. Achso, das. Die Spezialattacke von den Zahnradmonstern. Ein Slam müsste reichen. Sag ich doch. Dankeschön. Tschüss. Wuhu, Level up. Autsch, Heureka. Cool. Hast eine Entdeckung gemacht. Oh, hallo Zapladin. Boah, ich überlege jetzt. Na komm. Komm, das machen wir jetzt so. Dann schaue ich mal, welche Attacke ich ohne Bedenken einsetzen kann.
Slam. Bitte. Jawohl. Perfekt. Beutel. Bälle. Ich hätte einen Flottball. Ach du Scheiße. Egal. 1, 2, 3. Booyakasha. Zapladin, der Stromfisch. Allein erzeugt es nur wenig Strom, doch tritt es in geschlossenen Schwarm auf, gleicht seine Kraft der eines Blitzes. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Na, selbstverständlich. Spitzname von Zapladin. Zitteraal. Wunderbar. Geil, ja, jetzt könnte ich eigentlich schon Schluss machen. Eigentlich. Boah, einen zweiten EP-Teiler bräuchte man jetzt. Oder ein Feuer-Pokémon für dieses blöde Klick. Ist ja auch egal. Klick lassen wir mal Klick sein. Denn wir... Oh, die beiden... Wollten die kämpfen? Ich weiß auf jeden Fall irgendein Brüder... Also irgendwie... Zwei NPCs, die gleich aussahen, nebeneinander stehen. Die haben einem... Dingenskirchen geschenkt. Zwei Nuggets. Das könnten die sogar sein. Elektronetz. Initiative sinkt. Na super. Zack. Batzapf wurde besiegt. Wuhu. Tach, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und ich bin der Jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier etwas für dich. Nugget. Dankeschön. Ich habe hier auch noch was für dich. Noch ein Nugget. Dankeschön. Tschüss. So. Jetzt überlege ich gerade, will ich da hoch oder will ich erst dahinter schauen? Ich glaube, ich werde erstmal jetzt hier die Schutz-Items einsetzen. Nee, die waren ja hier in der Haupttasche. Glücksei. Komm. Der Zitteraal ist ja noch nicht so weit. Haben wir überhaupt einen Donnerstein? Das würde mich mal interessieren. Oder ob wir den irgendwie vorher noch besorgen müssten. Wir haben keinen Donnerstein. So, zack. Hier wird nämlich ein Rotomorph drin sein. Tja, und das wird sich jetzt der Laubhaufen mal hier schön zur Brust nehmen. Laubklinge. Dankeschön. Tschüss. Hab mir ein bisschen mehr davon erhofft in Sachen EP. Ach, da drüben sind die Plasma-Fuzzis. Timerball. Ach, das wäre nur eine Abkürzung gewesen, wa? Oh, ein Sanker. Gut zu wissen. Komm, dann... Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Ja, wir sind alle manipuliert. Das sieht man doch da hier auf diesen ganzen seriösen Zeitschriften, die auch behaupten, die Erde sei eine Scheibe. So. Aber du hast einen Boden-Pokémon, das ist super. Genarf. Ich könnte eigentlich auch Pikulente einsetzen, wenn der jetzt hauptsächlich... Zurückex. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Fall. So. Wunderbar. Luftschnitt. Du bist ja ein Kampf-Pokémon, das heißt, du bist am Arsch, Junge. Oh, ein Stegengoß. Hoppala. Dankeschön. Tschüss. So, guck mal da. Da kann wieder der Laubhaufen her. Boah, Mann, was würde ich jetzt dafür geben, noch die beiden voll zu entwickeln? Bei dir fehlt ja nur noch ein Level, aber beim anderen fehlen sogar zwei. Komm. Hoffentlich setzt er jetzt keine Heimzahlung ein. Das wäre ein bisschen mies. Superzahn. Naja gut, kann man machen. Lobklinge. Wunderbar. Team Plasma Rüppel besiegt. Wie konnte ich nur verlieren? Gute Frage. Nächste Frage. So. Wenn du willst, habe ich deine Pokémon, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte, dass du voll gegen mich kämpfst. Hm? Ja, habe ich mir schon denken können. Andre. Polygon. Da wäre Picolente wirklich der falsche Gegner. Ein Schadenfuss. Initiative sinkt. Okay. Fadenschuss. Und die Ende sinken noch einmal. So, aber jetzt treffe ich gleich und dann habe ich dich besiegt. Oder auch nicht. Oh, ich sehe gerade, ich müsste langsam mal die Batterien von meinem Gamepad wechseln. Das Schutzschild kannst du auch noch. Du Blätterteig, du. Oh, Käferbiss, das ist mies. So, noch einmal Tackle. Zack, dankeschön. Tschüss. Wie bitte, mein Pokémon hat den Kürzeren gezogen. Ja, Andre. Andre Petrak, oder? Nee. Na schön, dann werde ich jetzt mal wie versprochen dein Pokémon-Team heilen. Wunderbar. Einem Doktor ist kein Weg zu weit, wenn es darum geht, einen Patienten zu heilen. Das stimmt. So. Geetzis ist einer der sieben Weisen, die unserem König zur Seite stehen. Geetzis wiederum hat drei Untergebene, die man das Finstrio nennt. Genau. Die haben mich hier runtergelotst. Wenn ich dich besiege, werde ich deinem Pokémon die Freiheit schenken. Da würde ich jetzt einfach aus Prinzip ganz gerne verlieren wollen. Das Problem ist, ihr habt so schlechte Pokémon. Kurozex. Oder Zurokex. Oder wie auch immer. Komm, da darf die Ente wieder ran. Ich meine, das sind ja geschenkte EP dann auch noch für ihn. Das hat nie getutet. Ja. Noch ein Gegenstoß. Und zack. Tschüss. Oh, diese Schmach, diese Schande. Ja, diese Schande. Schieße Dande. Gut. Na dann mal los. Oh, laufe ich hier jetzt im Kreis oder was? Die Pokémon, die hier in der Elektrolythöhle leben, sind so wunderschön.
Kein Wunder, hier sind sie auch frei vom Einfluss der Menschen. Oh, jetzt hast du es mir aber krass gegeben. Volle Göre. Ach, toll, der Müllhaufen. Da kannst du auch nicht viel ausrichten. Eine kurze Unterbrechung später geht es weiter. So. Ente. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei 18 Minuten bin ich ungefähr stehen geblieben. Ja. Dass ich nicht so großartig die Zeit überschreite. Die Joker und ich so festgelegt haben für die Folgenlänge. Hui. Selbstzerstörung. Lobstrahl. So. Du bist besiegt. Ja. Leoparda. Aquawelle. Das wird gereichen. Zack. Frechheit. Aquawelle. Nicht sterben. Junge. Jawohl. Believer. Du brätst mal hier schön deine Klauen. Mechasaucher. Okay. Noch einmal den Mechasaucher. Kling! Oh, ein Volltreffer sogar. Angriff und Genauigkeit. Wenn es noch die Init gewesen wäre, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber das hat sich erledigt. Jawohl, Level 34. Regentanz. Nein. Was bleibt mir noch zu sagen, was ein Plasma. Oh, das war ein Mädchen. Egal. Ja, mal los. Du bist also der Trainer, von dem N spricht. Bin ich. Der bin ich. Noch eine Mülltüte. Nein, ich hab vergessen. Ach nö, die Ente zu heilen. Ist ja auch egal. Jetzt bin ich mal gespannt, wer er dann sich entwickeln wird. Ugh. Das ist nicht schön, Leute. Sag bitte, dass wir irgendwo meine Top-Genesung. Nein, haben wir nicht. Nein. Auf die Bären würde ich jetzt nicht direkt zugreifen. Gift, wunderbar. So. Bitte überlebe, überleben. So. Kapierung. Hypertrank. Hyper, hyper. Sollte für die nächsten Runden reichen. So, Aquawelle. Nö, Horta. Scheiße. Ach super, jetzt Horta der 2. Ich denke mal, wird Verzehrer einsetzen und heilt sich. Der Horta 3?
Ach du Scheiße. Gut, dann wissen wir halt jetzt auch schon seine anderen beiden Attacken. Und er ist jetzt Bot. Das ist wie eine Pointe für einen schlechten Witz. So. Müllbeutel. Aquavelle. Und du bist verwirrt. Das ist super. Und er hortet. Nochmal Aquavelle. Oh, du bist verwirrt. Verzehrer. Immer noch besser als ein Fessler. Oh, ich dachte, Horter hat. Ich dachte, der Horter, der würde tatsächlich mehr bei Stufe 1 heilen. Na gut, kommt glaube ich auch auf die KP und die Verteidigung dann an. Na los. So los. Dankeschön. Tschüss. Kann man bloß dreimal Unratytox einsetzen? Ja, Kinders, ich werde mich jetzt schon mal von euch verabschieden. Den letzten Plasma-Rüpel, den bekämpften wir auch noch. Aber, ich muss jetzt gleich weg. Muss mich umziehen und das mache ich hier jetzt parallel, während die letzte Aufnahme läuft. Oder während die Aufnahme noch weiterläuft. Und in diesem Sinne machen wir das Ganze ein bisschen schneller jetzt gleich. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Da natürlich bei Joker. Macht's es gut und ciao. Because